dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen. Zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen Gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Bryn Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat: Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Ende Zitat. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Das Video heute ist getitelt Die Macht des Papstes. Naja, das ist Kapitel 11 des Buches Alle Wege führen nach Rom von Michael de Semlien. Die Macht des Papstes ist das kürzeste Kapitel, soweit ich das sehe, in diesem ganzen Buch. Und eigentlich sollte es das längste sein. Die Macht des Papstes ist so stark und so unterschätzt, da werden eigene ganze Bücher drüber gesprochen oder geschrieben. Und Michael de Semlien nimmt das hier zum Anlass, um das kleinste Kapitel von diesem Buch zu machen. Nun, in den anderen Kapiteln kommt natürlich auch immer wieder zutage, wie groß die Macht des Papstes tatsächlich ist. Ja? Also von daher ist vielleicht einfach der Titel dieses Kapitels ein wenig unglücklich gewählt, denn schließlich geht das Buch hier ja um die evangelikale Bewegung, um die ökumenische Bewegung, und diese ganze Bewegung alleine ist ja nichts weiter als ein Ausdruck der Macht des Papstes oder des Vatikan. Ne? Nun, wir hatten also im zehnten Kapitel gelesen unter der Oberfläche des Vatikans und hatten ja gelesen, wie der Vatikan sich in der Politik eben auch engagiert, vor allen Dingen, wie er sich engagiert in den verschiedenen Organisationen, in den Nachrichtenorganisationen wie CIA und so weiter. Alles ganz interessant, und jetzt gehen wir ein bisschen in eine andere Sache rein. Halt die Macht des Papstes, Kapitel 11 auf Seite 129 für diejenigen, die in ihrer eigenen Kopie des Buches gerne mitlesen möchten. Der römische Katholizismus wird als ein zweigleisiges System angesehen. Er ist sowohl eine Kirche als auch eine weltweite politische Macht. Das habe ich ja nun schon oft genug angeholt und gesagt, und das wird auch hier in diesem Buch immer wieder bestätigt. Das Spirituelle verbirgt nur das Politische, was die meisten Leute nicht sehen.
Innerhalb und außerhalb der Supermächte mit ihrer Fähigkeit zur garantierten gegenseitigen Ausrottung übt der Vatikan die größte politische Macht auf der Erde aus. Innerhalb und außerhalb der Supermächte mit ihrer Fähigkeit zur garantierten gegenseitigen Ausrottung. Naja, sie haben zwar die Fähigkeit, aber haben sie auch wirklich die Codes und haben sie auch wirklich die Möglichkeit, diese Waffen einzusetzen? Ich bin da mehr auf der Seite von Tom Fress und wenn ihr wissen wollt, worum es da geht, dann müsst ihr euch die Lesung in Englisch von The Global Vatican anschauen und anhören. Dann werdet ihr das verstehen. Wir fahren fort mit einem Zitat von dem Schriftsteller Avro Manhattan aus seinem Buch Vatican Imperialism in the 20th Century, also Vatikanischer Imperialismus im 20. Jahrhundert, das er 1965 veröffentlichte. Zitat: Wenn auch ohne Armeen, Kriegsflotten und Wasserstoffbomben, hat der Vatikan doch mehr Macht zu seiner Verfügung, als wenn er die größtmögliche militärische Schlagkraft besäße. Die Regierung des Papstes ist so bedeutend wie die der USA, Russlands oder Chinas, nur, dass sie geografisch und geistlich viel größer ist und mehr Einfluss ausübt als alle drei zusammen. Ende Zitat. Wie viele große multinationale Organisationen hat auch die römisch-katholische Kirche eine geplante Langzeitstrategie. Das Papsttum nennt eine Stetigkeit sein Eigen, mit der keine Organisation oder Nation der Erde überhaupt konkurrieren kann. Nationen und selbst gigantische Wirtschaftsunternehmen sind unberechenbaren ökonomischen Faktoren oder wahlbedingten Veränderungen ausgesetzt, doch der Vatikan ist nicht in solcher Weise eingeengt. Muss ich doch mal eben hinzufügen, Nationen sind nicht immer wahlbedingten Veränderungen ausgesetzt, sondern es sind die Menschen, die in den Nationen leben, die sich den Bedingungen anpassen müssen, die der Vatikan ihnen vorschreibt. Wenn der Vatikan sagt, hier gibt es jetzt von rechts einen Linksruck oder von links einen Rechtsruck, dann passiert das, weil der Vatikan das bestimmt. Und große internationale Firmen, ja, wenn man sich mit dem militärischen Order der, wenn man sich mit der militärischen Ordnung der Malteserritter beschäftigt, die ja im letzten Kapitel auch deutlich angesprochen wurden, dann weiß man, dass diese Malteserritter und andere päpstliche Ritterorden alle großen Firmen dieser Welt kontrollieren. Das heißt, das ist alles nur ein Spiel, das uns vorgespielt wird. Da muss man sich bewusst sein von. Jedoch ist es ganz richtig, dass natürlich für diejenigen, die da draußen stehen und die das nicht sehen, die diese Dinge nicht begreifen, es tatsächlich so scheint, dass Nationen und auch gigantische Wirtschaftsunternehmen und ganz sicher in der heutigen Zeit der Globalisierung unberechenbaren ökonomischen Faktoren oder wahlbedingten Veränderungen ausgesetzt sind. Aber diese, muss man eben wissen, werden immer beeinflusst vom Vatikan, ja? Doch der Vatikan ist in solcher Weise nicht eingeengt. Nein, er ist in der Lage, weit im Voraus zu planen. Wirtschaftsunternehmen planen für 5 oder 10 Jahre im Voraus. Der Vatikan ist in der Lage, eine Strategie für viele Jahrzehnte zu entwickeln. Und er hat die Macht, diese auch durchzuführen. Die Geschichte zeigt, wie die römische Kirche durch die Jahrhunderte ständig Macht und Einfluss steigern konnte, bis sie sich zuweilen übernahm oder eine Richtungsänderung für notwendig erachtete. Auch hier bin ich nicht ganz einverstanden mit dem, was der Autor sagt. Die römisch-katholische Kirche hat sich noch nie übernommen und sie hat auch nie eine Richtungsänderung angewiesen. Sie hat immer nur, wie es so schön heißt in diesem Papier, was ich letztens mal vorgelesen habe, wenn ihr euch daran erinnert, vom Konflikt zur Kommunion. Sie hat nicht die Geschichte verändert, sondern sie hat die Geschichte immer nur anders erzählt. Ja? Und das ist das, was man immer dabei bedenken muss. Unter Pius dem IX., Pio Nono, im 19. Jahrhundert beispielsweise, verlor sie den Kirchenstaat und einen Großteil ihrer irdischen Macht. Ja und? 1929 hat sie alles auf dem silbernen Tablett von Mussolini zurückbekommen. In den 60er Jahren unseres Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts, kam sie unter Johannes dem 23. und Paul dem 6. zu der Erkenntnis, dass sie nicht mehr auf der Siegerseite stand und änderte grundlegend ihre Richtung. Total verkehrt. Nein, die römisch-katholische Kirche hat gar nichts verändert im Vatikanischen Zweiten Konzil. Ja, das scheint immer so nach außen. Ja, das sind jetzt keine Ketzer mehr, das sind jetzt getrennte Brüder.
Aber deswegen ändert doch die Situation. Ich nenne sie anders, aber die Situation ist doch nicht anders mit den Leuten. Ja? Und der Vatikan hat sich im Zweiten Vatikanischen Konzil nicht davor, nicht während und danach nie verändert. Er verlangt immer nur die Änderung von den anderen Sachen. Und dafür dient die ökumenische Bewegung. Nur dafür die charismatische Bewegung. Nur das hat dafür gesorgt, dass 1999 der Lutheranische Weltbund mit der römisch-katholischen Kirche den Vertrag zur gemeinsamen Glaubenserklärung unterschrieben hat. Nur das sorgt dafür, weil die Lehre in den protestantischen Kirchen anders ist. Nicht die Lehre in der römisch-katholischen Kirche. Die ist nicht verändert, aber die Lehre in den protestantischen Kirchen, die ist verändert. Die Politik Pius XII., also des Papstes von Hitler, den wir ja gut kennen inzwischen, den Kommunismus zu bekämpfen, indem man zunächst die faschistischen Diktatoren unterstützte, um später im Kalten Krieg den fanatischen Antikommunismus solcher Männer wie es des strengen katholischen Senators John McCarthy schürte, wurde aufgegeben. Das ist Quatsch, das ist alles nur Theater. Schließlich wurde der Kommunismus von den Jesuiten gegründet. Ja? Und sie haben das natürlich gebraucht und diesen harten Anpack haben sie gebraucht, um vor allen Dingen die russisch-orthodoxe Kirche zu vernichten. Und im Zweiten Weltkrieg haben sie das gebraucht, um vor allem die Protestanten und die Orthodoxen zu vernichten. Und zwar Protestanten in Deutschland, in England und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn ihr mal das Buch von Vatican Assassins, von Eric John Phelps in die Hände kriegt, Vatican Assassins, er hat das darin geschrieben, und nicht nur er, aber er hat das vor allen Dingen darin geschrieben, dass diese Einheiten, die am D-Day, ja, als sie da im Juni 1944 gelandet sind in der Normandie oder Bretagne oder was auch immer das war, wenn die da gelandet sind, die Einheiten, die sie ausgesucht haben, das waren Spezialeinheiten mit protestantischen amerikanischen Soldaten, die da als Kanonenfutter an Land geschmissen wurden. Also, der Autor ist hier nicht ganz korrekt in der Sache, wie er das hier schreibt. Oder nicht mit der, lass uns mal sagen, nicht mit der Einsicht, nicht mit der richtigen Tiefsicht über diese Sache. Eine politisch und kirchlich, zeitlich und geistlich völlig neue zweigleisige Strategie wurde dann entwickelt. Das friedliche Nebeneinander von Kommunismus und Kapitalismus, verbunden mit einer Annahme des Protestantismus und anderer ketzerischer Religionen oder getrennter Brüder, würde der neue Weg zur Weltherrschaft sein. Nach dem Motto: Der Vatikan zieht seine Katzenkrallen ein und holt seine Zunge raus und leckt jetzt allen die Wunden. Ja? Ist ganz eine liebe Katze geworden. Nee, 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 nee. Die Erscheinung des Vatikan ändert sich. Aber nur die Art und Weise, wie er scheint. Verborgen darunter ist noch immer dasselbe Biest, dasselbe Tier, das von Satan die Macht bekommen hat. Als Chruschtschow sich vom Stalinismus abwandte, verließen in den 50er Jahren In den späten 50er Jahren auch die Vatikanstrategen die Politik Pius XII. Während das endgültige Programm für das Vatikanum II festgelegt wurde, also das Zweite Vatikanische Konzil, ging die Annäherung vonstatten, die zur Vatikan-Moskau-Allianz führen sollten. Darüber hat Avro Manhattan übrigens ein eigenes Buch geschrieben. Die Vatikan-Moskau-Washington-Allianz, glaube ich, heißt das Buch. Nach mehr als 3 Jahrzehnten fehlgeschlagener Versuche, den Marxismus mit politischen Mitteln zu bekämpfen, fing der Vatikan an, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wie wir jetzt gesehen haben, ist dem Marxismus diese neue Regelung nicht besonders gut bekommen. Nee. Das ist genau dasselbe, was mit dem Christentum in 321 passiert ist, mit Konstantin. Als man merkte, dass man das Christentum mit Waffen nicht schlagen kann, hat man es umarmt und hat es infiltriert und hat es umgedreht von innen heraus. Und genau dasselbe haben sie hier mit dem Kommunismus gemacht. Von dem sie sich so gesandt abgewendet haben? Na, man darf nicht vergessen, Kommunismus ist eine Form von Sozialismus. Und ob ich jetzt Nationalsozialismus habe auf der rechten Seite, also Faschismus, oder ob ich den Sozialismus auf der anderen Seite habe unter dem Deckmantel des sogenannten Kommunismus, es bleibt Sozialismus. Von daher ist die Richtung eigentlich völlig wurscht. Sozialismus ist Sozialismus. Wie wir es jetzt gesehen haben, ist dem Marxismus diese neue Regelung nicht gut bekommen. Der Chruschtschow hat ja gesagt: Wir werden euch nicht einnehmen mit irgendwelchen Waffen, wir werden euch unterwandern, ihr werdet noch sehen. Und Gorbatschow hat irgendwann mal genau dasselbe gesagt: Wenn ihr meint, dass der Kommunismus untergegangen ist, wartet mal ein paar Jahre und dann werdet ihr sehen, wie wir wieder aufkommen. Und schaut euch doch in Deutschland um.
Das beste Beispiel, ich meine, heute ist der 3. Oktober, wo ich das hier einlese, Tag der sogenannten deutschen Einheit, ja. Wo, also echt, man muss sich das einmal vorstellen. Die Angela Merkel ist eine frühe, frisst eine frühere Ostdeutsche. Und der Präsident Gauck ist ein früherer Ostdeutscher. Und ihr meint, wir sind jetzt wieder vereint. Jetzt kann man ja auch die Ostdeutschen in solche Positionen heben. Ja. Ihr vergesst, welche Ausbildung die hatten. Und dann noch, die spielen doch sowieso alle unter einer Decke. Es spielt keine Rolle, ob das einer aus dem Osten oder aus dem Westen ist. Aber dass die Merkel schon so lange Kanzlerin ist und der Gauck Präsident ist, ist genauso verwunderlich, dass in den Vereinigten Staaten ein Barack Hussein Obama, der öffentlich zugegeben hat, Muslim zu sein, Präsident wird. 7 Jahre nach 9/11/2001. Wo ist die Logik hier noch? Aber die Leute denken anscheinend nicht mehr. Nun, das neue Gesicht des Papsttums, das neue Gesicht des Papsttums, oh, versöhnlicher und menschlicher veranschaulicht von Johannes dem 23., war das Gesicht, das die Welt sehen sollte. Das Gesicht des Vatikanum II und der neuen Ökumene und bald auch das der Befreiungstheologie von Kardinal Bellarmine und der neuen politischen Linie. Dahinter verbirgt sich das Programm, Zitat, die Welt zu evangelisieren, Ende Zitat. Es umfasst auch die Bekehrung Sowjetrusslands zur Mutterkirche, wie von unserer lieben Frau von Fatima verheißen. Wir werden auf die vatikanische Strategie in dem Kapitel Friede und Evangelisation 2000 noch näher eingehen, in dem Kapitel. Wirtschaftliche Macht. Naja, und auch hier wirtschaftliche Macht. Also das holt der Autor wirklich nur ganz, ganz kurz an. Da gibt es so viel mehr drüber zu sagen. Nur mal eben eine kleine Idee, woher der Vatikan seine ganz große wirtschaftliche Macht hat nach dem Crash 1929. Warum passierte der 1929 zur Zeit des Lateranenvertrages? Kann man ja mal drüber nachdenken, ne? Und mit dem Lateranenvertrag, den Mussolini damals mit dem Vatikan unterzeichnet hat, wurde dem Vatikan eine Summe bezahlt von, wenn ich mich nicht irre, 750 Millionen Lira in der Zeit. Das entsprach mehr als auch 100 Millionen Dollar zu der Zeit. So. Und jetzt haben wir auf einmal diese Weltwirtschaftskrise, zwischen Anführungszeichen, ja? Die ganzen Werte der ganzen Firmen in Amerika fällt alles zu null hin und dann kaufe ich die ganzen Betriebe für Centpreise anstatt Dollarpreise auf. Der Vatikan hat da einen riesen Reibach gemacht. Und Insider Trading, ja, oder Insiderhandel, ja, wie man das so schön nennt, ja, der ist natürlich für den normalen Menschen verboten. Aber was glaubt ihr denn, was der Vatikan macht? Der macht nur Insider Training und Trading. Und nur weil er das macht, hat er sich solche Reichtümer vergarrt. Abgesehen von anderen Reichtümern, die er sich vergarrt hat, die wahrscheinlich sogar noch viel mehr sind. Aber man sollte wirklich die wirtschaftliche Macht des Vatikan nicht unterschätzen. Aber macht da mal eure eigenen Untersuchungen drüber. Der Lateraner Vertrag, Bezahlung von 750 Millionen Lira und kurz danach hast du, ne, der Lateraner Vertrag war unterzeichnet im Februar 1929. Und wann hatten wir den schwarzen Freitag an der Börse 1929? Im Oktober, ne? Wenn ich mich nicht irre. Zeit genug, alles vorzubereiten, ne? Man muss eben manchmal auch ein bisschen für sich selber denken und nicht nur alles nehmen, was hier geschrieben steht. Der Reichtum der römischen Kirche ist sagenhaft, wenn sie auch in dieser Zeit sorgfältiger Imagepflege sehr bemüht ist, ihn zu leugnen und sogar Armut vorzuspiegeln, genau wie das mit der Bibel gemacht wird. Es wird immer das Gegenteilige gelehrt von dem, was in der Bibel steht. Und wenn der Vatikan behauptet, arm zu sein, ist er im Grunde die reichste Organisation auf dieser Welt. Das häufige Erscheinen von Zeitungsartikeln über die kritische Lage der vatikanischen Finanzen dient dazu, diesen Eindruck zu nähren. Wenige Menschen außerhalb des Systems wissen von den ungeheuren Möglichkeiten der Kirche, Gelder aufzutreiben. In seinem Buch Vatikan contre la France, also der Vatikan gegen Frankreich von 1957, beschreibt Edmond Paris,
die gigantische finanzielle Macht, die der Vatikan heute in der Welt darstellt. Ist man sich beispielsweise der Tatsache bewusst, dass ihm in Spanien ein Drittel des Landes gehört? Dass er in Südamerika riesige Ländereien besitzt? Dazu kommen zahllose weitere Besitztümer über den ganzen Erdball verteilt. Allein schon die Petruspfennige von 400 Millionen Gläubigen, also zur Zeit von 1957, heute über eine Milliarde, Vermächtnisse, also Erben, Opfer, Messen, allesamt dazu bestimmt, Familienangehörige durch die Qualen des Fegefeuers zu helfen, sichern dem Heiligen Stuhl Einkünfte, die als astronomisch bezeichnet werden können. Man kann nicht umhin zu bemerken, dass vom zeitlichen Standpunkt aus gesehen die gewinnbringendsten Jahre der Kirche die des Zweiten Weltkriegs waren, bei dessen Ende wir sahen, wie inmitten eines blutgetränkten, von den Nazis zerstörten und restlos ausgeplünderten Europas der Vatikan in geradezu märchenhaften Reichtum schwamm. Ende Zitat aus Vatican contre la France, also Vatikan gegen Frankreich von Edmond Paris. Die Geldgier ist eine Wurzel aller Übel. Oder die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller Übel, wie wir im 1. Timotheusbrief Kapitel 6, Vers 10 nachlesen können. Und die Geldgier ist die faulige Wurzel eines Christentums von der römischen Art. Kerzen, heiliges Wasser, Reliquien, Ablass, Messen für die Lebenden und die Toten, Fürbitte durch Maria und die Heiligen, das alles sind gewaltige Einnahmequellen für den Vatikan. Allein das Einkommen, das der Kirche Roms aus der Angst vor den Qualen des Fegefeuers erwächst, ist einfach atemberaubend. Das Fegefeuer, erstmals eingeführt im 6. Jahrhundert unter Papst Gregor dem Großen und im katholischen Katechismus definiert als der Zustand zeitlich begrenzten Leidens jener, die in der Schuld lässlicher Sünden sterben und die für ihre vergebenen Sünden nicht vollständige Genugtuung geleistet haben, setzt sich über das gesamte Zeugnis der Heiligen Schrift hinweg. Christen erhalten aus der Bibel die völlige Gewissheit, dass alle, die ihr Vertrauen in Jesus Christus gesetzt und ihn als Retter und Herrn angenommen haben, vollständig und für immer von all ihrer Sünde und Schuld geläutert und gereinigt sind. Und zwar von ihm, Jesus, allein. Das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde, wie wir im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 7 lesen können. Er hat die Reinigung von den Sünden vollbracht, Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Jesus Christus hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes, wie wir im Kapitel 10 von Hebräer Vers 12 lesen können. Jesu Worte, es ist vollbracht, wie wir in Johannes Kapitel 19, Vers 30 lesen, bevor er starb, bedeuten, dass er alles vollbracht hatte und dass keine Sünde übrig blieb, die er nicht gesühnt hätte. So ist also die Lehre vom Fegefeuer vollkommen unbiblisch. Doch war sie außerordentlich einträglich, also finanziell gesehen natürlich. Ja? Sekunde mal eben hier. Ja, mein Skype ist gerade, man hat sich mal gerade wieder verabschiedet, deswegen, Entschuldigung, war ich eben abgelenkt. So also ist die Lehre vom Fegefeuer vollkommen unbiblisch, doch war sie außerordentlich einträglich, finanziell gesehen. Nun muss man mal eben sehen, ne? Das Konzil von Florenz in 1439. Dort wurde sie, also die Lehre zum Fegefeuer, zum offiziellen Dogma der Kirche Roms erklärt und hat seitdem zur Machtausdehnung der Mutterkirche über die Seelen und Geldbeutel der Menschen beigetragen. Keine Einzelidee der Geschichte hat je so viel Geld eingebracht. Nur was ich ganz interessant finde hierbei ist, das Konzil von Florenz, wo also das Fegefeuer zum offiziellen Dogma der römischen Kirche ernannt wurde, fand 1439 statt. Und in derselben Zeit hat damals John Wycliffe bereits angefangen, die Reformation zu starten.
Es war John Wycliffe im 15. Jahrhundert, in den 1450er Jahren, der angefangen hat, die Reformation richtig in die Wege zu leiten, aus England heraus und dann später übernommen durch Tyndale und andere Leute. Komischerweise, wenn man das mal überlegt, jetzt ist es kurz nachdem dieses Fegefeuer zum offiziellen Dogma erklärt wurde. Ich meine, dass man hier sagen kann, dass Gott ganz deutlich gesagt hat: Jetzt habe ich die Schnauze voll und jetzt wird es Zeit, dass dem Satan mal auf die Finger geklopft wird und dass jetzt mal Leute aufwachen und dass ich jetzt das Wort, mein Wort, den Leuten zugänglich mache. Wycliffe trägt ja den Beinamen der Morgenstern des Protestantismus. Nicht für nix. Und wenn man hier sieht, dass es vom Konzil von Trient in 1439, von Florenz 1439 war, und man weiß, dass Wycliffe in 1450 ja viel seiner Sachen gemacht hat, oder in der Zeit von 1450 viel Sachen seiner Zeit gemacht hat, und Ende des 15. Jahrhunderts also, dann finde ich, dass man hier doch mal irgendwo einen Zusammenhang zwischen diesen Sachen erkennen kann, ne? Aber gut, fahren wir mal weiter da fort, was der Autor hier schreibt, weil ein Versuch, den Reichtum der römischen Kirche einzuschätzen, stammt von dem amerikanischen Autor Avro Manhattan, den wir ja vorher schon zitiert hatten, und dieses Mal aus seinem Buch The Vatican Billions. Und wie gesagt, denkt an die 750 Millionen, ne? Und macht da mal eure eigene Untersuchung. Avro Manhattan sagt, Zitat: Das Goldvermögen des Vatikans wurde vom Weltmagazin der Vereinten Nationen auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt. Der Großteil dieses Schatzes lagert in den Bundesreservenbank der Vereinigten Staaten, während Banken in England und der Schweiz den Rest aufbewahren. Doch das ist nur ein kleiner Teil des vatikanischen Reichtums, der allein in den USA größer ist als derjenige der fünf reichsten Wirtschaftsunternehmen des Landes zusammengenommen. Zählt man hierzu all den Grund- und Immobilienbesitz, ausländische Effekten und Aktienguthaben, dann wird die überwältigende Anhäufung von Reichtum der katholischen Kirche so ungeheuerlich, dass sie jeden gedanklichen Rahmen sprengt. Ende Zitat. Und wer da ein bisschen mehr drüber lesen will, dem kann ich auch mal anraten, sich das Buch zu besorgen von Dave Hunt, Die Frau und das Tier, oder wie es auf dem Deutschen heißt. Im Englischen ist das A Woman Rides the Beast. Ich glaube, im Deutschen ist das Die Frau und das Tier. Das werde ich auch irgendwann mal in Deutsch auf meinem Kanal lesen. Da weitet er auch ein bisschen darüber hinaus. Die Reichtümer, die alleine schon solche Schätze wie in Lourdes da, wo diese, ja, wo diese junge Jungfrauerscheinung war und sowas. Was da in diesen Schreinen, was da versteckt ist, was das für ein Reichtum hat, das kann man gar nicht ermessen. Ja, und die ganzen Kirchen, welchen Wert die haben, mit der ganzen Ausstattung, alles drum und dran. Das muss man alles mit reinbezüchtigen. Also von wegen, der Vatikan ist arm, ja. Naja. Solcher Reichtum und ein beispielloses organisatorisches Gefüge haben es möglich gemacht, dass der Einfluss und Wille des Vatikans unsichtbar und auf mannigfache Weise ausgeübt wird durch Orden wie die Jesuiten und Werke wie Opus Dei. Die Ritter des Kolumbus und die Ritter von Malta, die Ritter des St. Johannes von Jerusalem, die Tempelritter, die Legionäre Christi und die Prieur de Sion, ein Templerorden aus dem Umfeld der magischen Freimaurerei und mit engen Verbindungen zum Hause Habsburg, und die Blaue Armee. Solche Organisationen, Legionen des Papstes, arbeiten eifrig für die römisch-katholische Kirche und geben ihrer Untertanenpflicht gegenüber dem Papst den Vorrang vor jeder anderen treue Verpflichtung. Solche Organisationen, Legionen des Papstes. Das Wort Legionen kommt in der Bibel doch mal vor, wo Jesus den Dämon austreibt aus der Person, als er, glaube ich, nach Kapernaum kommt oder so, wo er da gerade mit dem Schiff gelandet ist. Und dann ist dieser Besessene da und er fragt den Dämonen, was denn sein Name wäre. Und er sagte: Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Solche Organisationen, Legionen des Papstes. Seht ihr, wie man so manche Gedankengänge mal verknüpfen sollte?
Ihnen allen, fährt der Autor fort, gemeinsam, ebenso wie der Freimaurerei, ist ein gutes öffentliches Ansehen, ein geheimer Eid und höhere Grade, die oft selbst vor ihren eigenen niedrigeren Stufen geheim gehalten werden. Auf höchsten Ebenen findet Gemeinschaft mit anderen Geheimgesellschaften wie den Rosenkreuzern und Illuminaten statt. Im vorigen Kapitel gaben wir einen kurzen Überblick über Opus Dei. Und das folgende Kapitel handelt von den Jesuiten. Ja, das folgende Kapitel heißt die Jesuiten in unserer Zeit. Die Blaue Armee ist ein weltweiter Kreuzzug von ca. 20 Millionen eifrigen Katholiken, die den Weisungen unserer lieben Frau von Fatima gehorsam sind, indem sie das braune Schultertuch tragen und oft den Rosenkranz beten. Die Ritter von Kolumbus zählen 1,2 Millionen Mitglieder, verfügen über 5.400 untergeordnete Versammlungen und haben nach Angaben des römisch-katholischen Kirchenverzeichnisses, Zitat, ein umfassendes Programm gegen subversive Kräfte, Ende Zitat. Der geheime Eid für den vierten Grad der Ritter des Kolumbus enthält, wenn er nicht geändert wurde, das wurde er nicht, folgenden Absatz. Und da gehen wir in ein Zitat. Der Eid des vierten Grades der Ritter der Kolumbus ist sehr ähnlich dem Eid der Jesuiten. Aber leider sehen wir auch hier nur einen ganz kurzen Auszug. Und wie gesagt, ich habe mir ja vorgenommen, den Eid der Jesuiten euch mal in ganz in Deutsch vorzustellen. Und das wird auch irgendwann mal kommen. Aber lesen wir hier eben aus dem folgenden Absatz aus dem Eid der Ritter des Kolumbus. Zitat. Deswegen will und werde ich nach besten Kräften diese Lehre von der stellvertretenden Regentschaft des Papstes an Christi statt, also Vicarius Filii Dei, und die Ansprüche und Gewohnheitsrechte seiner Heiligkeit gegen alle Eindringlinge von Seiten der ketzerischen und protestantischen Obrigkeit verteidigen, besonders gegen Angriffe von Seiten der lutherischen Kirche Deutschlands, Hollands, Dänemarks, Schwedens und Norwegens und der angemaßten Obrigkeit der Kirchen Englands und Schottlands sowie der Ableger derselben, die jetzt in Irland, auf dem amerikanischen Kontinent und sonst wo eingerichtet sind. Ich schwöre ab und entsage hiermit jeglicher Treueverpflichtung gegenüber jedem ketzerischen König, Prinzen oder Staat, der sich protestantisch oder liberal nennt. Und jeglichem Gehorsam gegenüber allen ihren Gesetzen, Richtern oder Beamten. Ich erkläre weiter, dass ich jedem Vertreter seiner Heiligkeit an jedem Ort, wo immer ich auch sein werde, helfen, beistehen und Rat geben werde und dass ich mein Möglichstes tun werde, die ketzerischen, protestantischen und liberalen Lehren auszurotten und all ihre angemaßte Macht legal oder anderweitig zu zerstören. Ende Zitat. Dokumentiert übrigens im United States Congressional Record in 1913. Genau wie der Jesuiteneid. Und der Autor endet mit dem letzten Satz in diesem Kapitel. Der Sinn Féin-Eid, das ist ja diese extreme Organisation in Irland, ist in vieler Hinsicht erstaunlich ähnlich, nur etwas drastischer formuliert. Naja, ein Zeichen, dass er hier zumindest noch nicht eingeht auf den Eid der Jesuiten, weil wenn es über drastische Formulierungen geht, dann schießt der Eid der Jesuiten ja wohl den Vogel ab. Aber das werdet ihr, solange ihr Englisch nicht könnt und das selbst lesen könnt, sehen, wenn ich das in Deutsch mal vorlese. Hiermit endet das 11. Kapitel des Buches Alle Wege führen nach Rom von Michael de Semlien und wir fahren dann nächstes Mal fort in Kapitel 12, die Jesuiten in unserer Zeit, ein längeres Kapitel, das von Seite 135 bis 149 geht, also bis Seite 147 geht, das sind also dicke 12 Seiten, da werde ich wohl ein bisschen länger mit beschäftigt sein als hier diese halbe Stunde, aber ich bin schon ziemlich erstaunt, dass ich hier eine halbe Stunde geschafft habe und heute mache ich ja die deutsche Lesung zuerst und danach die englische, mal sehen. Wie gesagt, ich möchte mich auch hier nochmal eben dafür entschuldigen, dass die Bilder natürlich nicht immer so klappen. Ich habe
der Brett, mein Bruder in Minnesota, der sucht mir die Bilder raus, ich schicke ihm das englische Audio zu, er hört sich das an, sucht dazu die Bilder raus und schickt mir dann in der Minute das Bild, in der Minute das Bild, in der Minute das Bild. Und das ist natürlich 100% zugeschnitten auf die englische Lesung. Und ja, ich lese das Buch zwar in Deutsch und Englisch simultan, aber das heißt ja nicht, dass da auch Wort für Wort dasselbe drinsteht. Und Kommentare, die ich in Deutsch gebe, gebe ich nicht in Englisch, und Kommentare, die ich in Englisch gebe, gebe ich nicht in Deutsch, weil jedes Mal, wenn ich was lese, dann fällt mir irgendwo ein anderer Kommentar ein. Von daher möchte ich mich dafür entschuldigen, dass die Bilder nicht immer übereinstimmen mit dem, was gerade gesagt ist. Aber nehmt das bitte halt als zusätzliche Information an, auch wenn es nicht immer gerade passt, auch wenn ich nicht jeden Text der englischen Bilder ständig ins Deutsche übersetze. Aber haltet fest an dem, was ich aus dem Buch vorlese. Das gesprochene Wort ist wichtiger. Bilder sollen das alles nur noch ein wenig untermalen. Also ich entschuldige mich hiermit dafür, dass ich mir nicht die Arbeit gemacht habe, jedes Video komplett dann auch noch dafür zu sorgen, dass in Deutsch das ebenso angepasst ist mit den Bildern, wie das im Englischen auch noch ist. Ich hoffe, dass ihr dafür Verständnis habt. In der nächsten Buchlesung werde ich das sowieso viel einfacher machen, weil es geht um das geschriebene oder gelesene, vorgetragene, gesprochene Wort und nicht um das, was man sieht. Aber ich habe mich ja zumindest bemüht, hier auch die Videos einigermaßen attraktiv zu gestalten und hoffe, dass es mir gelungen. Gut, also, das war jetzt das 11. Kapitel, alle Wege führen nach Rom, und nächstes Mal fangen wir dann, wie gesagt, mit Kapitel 12, die Jesuiten in unserer Zeit, an. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und möge Gott euch behüten und beschützen und führen auf dem schmalen Pfad, dem Pfad, der zur Erkenntnis und zu Jesus Christus führt. Und wie Jesus Christus gesagt hat, ich bin der Weg, das Leben und das Licht und nur die Wahrheit. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Auf dem schmalen Pfad müssen wir bleiben. Gott schütze, behüte und segne euch auf diesem schmalen Pfad. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab. Bis zum nächsten Mal und sagt Tschüss. Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den 7., jenen Innozenz den 3., jenen Bonifatius den 8., jenen Alexander den 6., Gregor den 13., Pius den 9. Ich sehe ihre lange Folge, ich höre ihre unerträglichen Lästerungen, ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel, ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, ihre zölibatären Beichtväter. Ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl. Ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen. Ich höre die verlogenen Absolutionen. Ich höre die Todesseufzer. Ich höre die Schreie der Opfer. Ich höre die Bannsprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte. Ich sehe die Folter. Ich sehe die Verliese, die Scheiterhaufen. Ich sehe die unmenschliche Inquisition, jene Feuer von Smithfield, jene Gemetzel der Bartholomäusnacht, jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Krieg, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System. Im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahingeschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen.
jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normalgesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi auf Erden hinstellt. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Die ökumenische Bewegung, die sie rühmen, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert in die christliche Kirche hereingekommen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft.